Hi. Herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Heute wieder mit mir. Ich bin Melli und ich bin heute bei einem ganz besonderen Wohnwagen. Mein Herz bebt ein bisschen. Ich bin echt aufgeregt. Wir sind hier nämlich bei einem Airstream 604. Und das ist einfach mal was ganz, ganz anderes, was ganz Klassisches und trotzdem irgendwie so zeitlos wie nichts anderes. Und weil ich euch das nicht vorenthalten will, nehme ich euch mal mit. Let's go! Bams, da ist er. Airstream, wie er leibt und lebt. So gehört es sich. Schön silberne, glatte Optik. Hier schön vernietet. Diese dunklen Fenster eingelassen. Mega genial. Mein Gott, ich liebe es so sehr. So, gehen wir mal nach vorne. Fangen wir mal ganz klassisch an. Es ist ja letztendlich auch nur ein Wohnwagen. Deswegen hat er auch ganz normal eine Alco-Anti-Schlingerkupplung verbaut, ein Stützrad, eine Bremse. Mensch, wir sind ja hier fast wie bei einem normalen Wohnwagen. Hier hinter, ich weiß jetzt nicht, wie es aufgeht, verbergen sich zwei 11 Kilo Gasflaschen. Also auch alles ganz normal. Was ich cool finde, ist tatsächlich dieser Griff, der hier so komplett durchgeht, damit man den rangieren kann. Allerdings braucht man den hier nicht rangieren. Ich zeige euch auch gleich, warum. Was auffällt, so, ist, wir haben hier ein Fenster, ne, seht ihr? Und noch ein Fenster. Ich glaube tatsächlich, das ist so ein bisschen dieses Winterpaket, damit es halt warm ist und muckelig. So, hier haben wir noch so eine Platte drüber. Seht ihr das? Das kann man hier wohl auch noch aufmachen. Fragt mich jetzt nicht, warum. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht dient es dem Schutz, vielleicht dient es der Wärme. Je ne sais pas. So. Was ich auf jeden Fall geil finde, ist dieses Schwarz, was hier so rumgeht und dass die Fenster eben sind. Seht ihr das? Das ist alles so eine Ebene. So, hier haben wir auf jeden Fall Luken. Da werden wir gleich mal checken, warum die da sind. Ich quetsche mich jetzt mal hier so an dem Boot vorbei. Dann haben wir hier irgendwie vielleicht einen Kühlschrank. Man weiß es nicht. Aber das werden wir bestimmt gleich drin alles erörtern. Es ist auf jeden Fall diese ganz klassische Ansicht von so einem Airstream, wo man am liebsten irgendwie so eine Bratwurst rauskaufen möchte. Gott, ich bin total verliebt, echt. Total verliebt. Was ich auch echt süß finde, sind diese zwei Fensterchen hier. Gucken wir mal gleich, was da so los ist. Und was wir sehen, aber das ist jetzt nicht verwunderlich bei dem Gewicht, ist natürlich ein Tandem-Achser und in diesem Fall hier auch ausgestattet mit dem Easy Driver Mover, damit man das ganze Geschoss nicht mit purer Manneskraft hier durch die Gegend schieben muss. Ne? So, dann haben wir hier diese Tür, die auch irgendwie noch extra bebaut ist. Ich glaube, da werde ich gleich mal nachfragen. Da werde ich gleich mal nachfragen, was hier der Sinn und Zweck des Ganzen ist, weil das ja schon alles so ein bisschen spektakulär ist. Ach, guck mal an. Ach, guck mal hier, das ist ein Fliegengitter. Jetzt verstehe ich's. Das ist ein Fliegengitter. Das kannst du aber auch zumachen. Hier, wir sind hier jetzt bei der Amerikaner gelandet. Ne? Hier ist einfach mal alles ein bisschen anders. Was wir hier in diesem Fall auch haben, ist eine Markise, die da oben fest ist. Die ist ganz witzig. Guckt euch das hier mal an, bitte. Hier ist nämlich so ein komischer Schwenkarm. Seht ihr das? Alles anders. Ich habe hier keine Ahnung. Ich fühle mich hier gerade wie ein blutiger Anfänger. Ich habe eben tatsächlich erstmal auch gefragt, was vorne für ein Gas reinkommt, weil es ist einfach alles anders. Was ich euch natürlich nicht vorenthalten will, ist dieses Heck. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Mega cool. Ich finde diese Lampen unfassbar genial. Au, Schlag bekommen. Und ich finde hier diesen, was ist das, ein Kotflügel? Finde ich auch super. Also ich sag mal, wenn man damit durch die Gegend fährt, da fällt man auf jeden Fall auf. Unfassbar gut. Faktencheck. So, ihr Lieben. Also, wir befinden uns ja hier in diesem Modell, in dem Modell 604. Hier haben wir drei Schlafplätze. Und was ja auch immer ganz interessant ist, wie lang ist dieses ganze Ding? Wir sind hier bei einer insgesamt Länge von 7,45 Meter. Und einer Breite von 2,28 Meter, also im Prinzip ein 2,30er Breite. Die nächstgrößere Kategorie, das 684er Modell, das wäre dann schon die breite Variante. Das ist fast 2,50 breit. Aber hier sind wir noch bei 2,30, also alles ganz entspannt. Kann man ganz locker, selbst durch kleinere Örtchen, irgendwie im Süden Europas fahren.
So, was ist noch immer wichtig? Gewicht. Haben wir hier ein zulässiges Gesamtgewicht von 2,6 Tonnen. Das ist schon ganz schön ordentlich. Aber, und jetzt nehme ich den Finger weg, wir haben hier nämlich auch schon ein Leergewicht in der Grundausstattung bei 1,9 Tonnen. Das ist einfach mal viel. Ich rechne jetzt, dass es eine Zuladung von 700 Kilo ist. Airstream hat jetzt hier eine Zuladung von 780 ausgerechnet. Ich weiß nicht, wo sie die 80 hernehmen. Aber auf jeden Fall ist da noch Luft nach oben. Allerdings Leerzustand. Da ist jetzt noch nichts drin gewesen. Ne? Das heißt, man braucht grundsätzlich wirklich ein starkes Auto, was hier vorläuft. Weil einfach das Ding alleine, leer, ohne irgendein Bettzeug, wiegt ja schon 1,9 Tonnen. Das wiegen so manche Wohnwagen, wenn sie vollgeballert sind für 4 Personen. Und hier haben wir jetzt maximal 3 Schlafplätze. Wollen wir mal gucken? Sodele, wir sind jetzt hier im Schlafzimmer angekommen. Quasi in der Front des Wohnwagens. So, und von drinnen kann man das jetzt ganz cool sehen. Die Fenster gehen hier echt rum. So, und ich habe mich jetzt mal erkundigt, warum da draußen dieses Doppelglas ist. Nein, ich lag völlig falsch. Das ist kein Winterpaket. Das ist einfach Steinschlagschutz. Aus dem einfachen Grund, wir haben hier echt Glas verbaut. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum das Ganze hier so ein bisschen gewichtig ist, würde ich mal sagen. Und unten die Metallplatten, die jetzt hier so vor der Ecke sind, sind auch nur zum Schutz vor Steinschlägen. So, was sehen wir hier? Wir sehen hier mega geil beleuchtete Schränke, wobei ich ja der Überzeugung bin, wenn dann da erstmal die Klamotten reinkommen, dann sieht das nicht mehr ganz so geil aus. Aber im Grunde genommen liebe ich ja indirekte Beleuchtung. Wir haben auf jeden Fall hier drin auch komplett dieses silberne, metallene, diese Optik. Und was wir auch haben, wenn wir hier im Bett liegen, Fum, Blick nach oben in den Himmel. So, kommen wir mal hier rum. Was haben wir hier noch? Wir haben hier auf jeden Fall für jeden einen Lesespot. Hier hinten kommt auch die Musik raus. Da müssen wir ja noch finden, wo die herkommt. Und wir können hier unsere Getränke reintun, die wir nämlich trinken, wenn wir dort Fernsehen gucken. Guck mal, hier ist der Exit. Falls du mal wirklich richtig scheiße gebaut hast, kannst du hier auch raus. Finde ich jetzt auch schon wieder sehr solide. Mega. Okay, was haben wir hier noch? Wir können hier auf jeden Fall was ablegen. Was haben wir hier? Steckdose, aber keine USB, sehe ich. Finde ich jetzt ja nicht schlimm, weil ich tue meins eh immer über 230 Volt laden. Aber Stefan würde jetzt schon wieder sagen, USB fehlt. So, was haben wir denn noch? Haben wir hier Staumöglichkeiten? Bestimmt haben wir hier Staumöglichkeiten. Ja, seht ihr? Da ist auf jeden Fall Staumöglichkeiten. Und wir haben hier eine Warmwasserzentralheizung. Das heißt, das ganze Ding wird auch richtig schön warm. Und ich sehe gerade, ich brauche es mir gar nicht so kompliziert machen. Ich gucke da einfach so durch diese kleinen Fächerchen rein. Perfekt. So, und wenn man dann nämlich aus dem Bett kommt, dann möchte man sich frisch machen. Und das tut man im Bad. Ich finde diese Tür mit diesem Fenster übrigens mega cool. So, hier sind wir im Bad angelangt. Da haben wir hier einmal die Toilette. Das erklärt auch draußen das Fach, wo wir eben gesehen haben, wo wir noch gesagt haben, wissen wir nicht, wofür das ist? Für die Toilette. Dann haben wir hier einen Spiegel. Hey, hi, hello. Und ein Fenster, finde ich auch immer wichtig, weil hier drin kann man duschen. Und die ist auch echt reell, die Dusche. Lässt sich machen. Und feste Tür finde ich ja immer gut. Nicht dieses Vorhanggetüdel, das mag ich ja auch immer nicht so gerne. Kleines Waschbecken, was haben wir hier? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Wieder diese Schiebedinger. Finde ich jetzt hier tatsächlich nicht so schön verarbeitet, aber ich weiß nicht, vielleicht fehlt da auch was. Wer weiß, wer weiß. Ja, hier kann man vorbei. So, guck mal, jetzt sperren wir uns hier mal ein. Ich finde auch den Türgriff ganz witzig. Das ist auch, glaube ich, so ein amerikanisches Ding. Hier können wir auf jeden Fall die Handtücher aufhängen. Also von daher, es ist hier für alles gesorgt. Was ist das denn? Oh ne, ich mach's lieber nicht, sonst mache ich es kaputt. Verdunkeln. Und hier oben ist jetzt kein Fenster in dem Sinne, aber ein Abzug. Also für eine Person. Wollen wir drücken? Nee, ich drücke lieber nicht. Ich traue mich nicht. So, jetzt wird es hier aber auch ein bisschen warm drin. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter raus. So, Dille. Und wenn man frisch geduscht ist, dann möchte man sich natürlich auch kleiden. Das tut man aus dem Kleiderschrank heraus.
So, da haben wir hier einen großen Kleiderschrank. Hier übrigens oben drauf war eine Satzschüssel, das habe ich schon gesehen. Hier ist ein Kleiderschrank und natürlich ein bisschen Putzmittel, damit die Herrschaften von der Messe das hier auch alles ordentlich sauber halten können. Ja, ist aber genug Platz. Das finde ich auch ganz witzig, weil dann können die Klamotten, ich zeige es euch gar nicht da, dann können die Klamotten, also die Bügel hier nicht während der Fahrt hin und her rutschen, sondern die bleiben da drauf fest. Das finde ich ja mal super lustig. So, kommen wir zum nächsten Highlight. Da wird geklopft. Kommen wir zum nächsten Highlight, nämlich der Küche. So, die ist in der Tat enorm groß. Guckt euch das mal an. Riesig große Küche. Wir haben hier drei Flammen. Und wir haben nicht nur drei Flammen, wir können hier auch ganz akkurat eine Pizza machen. Guckt euch das mal an. Mit Pizzabackofen und allem, was das Herz begehrt. Hier unten Staumöglichkeiten ohne Ende. Haben wir hier ein Apothekerschrank, finde ich richtig cool. Und was ich auch super finde, ich mache mich hier schmaler, dann können sie auch an mir vorbeilaufen. Was ich super finde, ist dieses kleine Regal mit den Gewürzen drin. Das ist nämlich gesichert, indem man das einfach zumacht. Fertig, aus, Ende Gelände, kann das nicht rausplumpsen. Finde ich richtig super. Das hier sind übrigens diese zwei Doppelfenster, die wir von draußen schon gesehen haben. Die gehören zur Küche. Was haben wir hier? Riesenwaschbecken mit einem Abtropfsieb, ist auch super. Und man hat, wenn man das aber zumacht, hat man hier eine wunderbar große Arbeitsfläche und kann hier auch seine Kaffeemaschine abstellen, die man dann dort anschließt. Beautiful. So, und hier ist das wieder aufgegriffen, wieder dieses Schiebefenster und dahinter kommen dann die ganzen Sachen hin, die man so in einer Küche braucht. So, Küche, Stauraum, geht weiter. Wir haben hier noch mehr Stauraum, also wirklich ohne Ende. Hier für das Besteck. Alles da, was das Herz begehrt. Hallo. Sehr schön. So, und was gehört zu einer Küche immer noch dazu? Ein großer Kühlschrank. Dürfen wir jetzt nicht öffnen, müssen wir uns vorstellen, wie es in so einem Kühlschrank aussieht. Aber ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. So, und jetzt sind wir auch schon im letzten Teil angekommen und ich finde eigentlich fast schon im Schmuckstück dieses ganzen Airstreams. Im Wohnzimmer, sagen wir mal Wohnzimmer. Man kann hier theoretisch, da wo meine Tasche steht, einen Tisch hoch machen. Aber wenn man es runterlässt, hat man einfach diese super geile Echtleder-Couch hier. Wirklich so eine Chill-Area, wo man sich dann ganz entspannt hinsetzen kann und da noch Fernsehen gucken kann. Das Ganze kann man unter Tageslicht tun, weil wir haben hier ein Medi-Hiki verbaut. Und auch hier haben wir wieder oben den Stauraum genutzt, weil da muss man ja nicht hin mit dem Kopf. Wieder die Schiebefächer beleuchtet. Alles wunderbar. So, und was auffällt ist, wir haben natürlich hier hinten so ein bisschen Abstellfläche. Das ist ganz cool. Und was haben wir hier? Steckdose. Wunderbar. Kannst du hier quasi auch dein Handy laden, wenn du hier sitzt. Ich finde das schon echt, echt schick. Sehr, sehr schick. Ist natürlich die Frage, ist der Preis gerechtfertigt? Da kann man sich jetzt drüber streiten, aber das ist ja auch bei Designerhosen oder Schuhen so. Ist ja immer dasselbe, ne? Man zahlt ja manchmal dann auch so ein bisschen die Marke oder den Kult mit. Und ich sag mal, Airstream ist einfach unfassbarer Kult. Und es ist einfach einzigartig und was ganz Besonderes. Also ich glaube, wenn du mit dem Teil hier auf dem Campingplatz fährst, da dreht sich nicht nur ein Mensch um. Wow. Ich glaube, das muss ich jetzt erstmal wirken lassen und würde sagen, wir gehen mal raus für ein Fazit. So, Airstream. 110.000 Euro, so wie er hier steht. Was soll man sagen? Man kriegt hier für das Geld definitiv einen ganz, 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 ganz besonderen Wohnwagen. Also, habe ich ja eben schon gesagt, es gibt, glaube ich, nichts Vergleichbares auf dem Markt. Es hat unfassbaren Kult. Ich würde auch mal sagen, von dem Ding, der Wert, der geht einfach nicht runter. Der hat keinen Wertverlust in dem Sinne. Ich persönlich würde ihn mir wahrscheinlich dann letztendlich aber nicht kaufen, weil es ist einfach eine unfassbar große Stange Geld, die man da jetzt investieren würde. Und letztendlich hat man auch nur einen Wohnwagen, ne? Ich sag mal, wenn man jetzt eh sagt, boah, du, ich hab so viel Geld auf der hohen Kante liegen, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Go for it. Weil dann hast du was Geiles. Aber für den
alltäglichen Camper unter uns fast zu exklusiv. Aber es ist halt geil. Ich bin halt verliebt. Also ich sag mal, wenn man jetzt sagt, Melli, ich schenke dir so ein Ding, dann würde ich nicht Nein sagen. Nein, würde ich nicht. Weil es ist schon ziemlich geil. So. Bevor ich jetzt hier weiter philosophiere, ob das zu teuer ist oder ob es zu geil ist, würde ich sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und bis bald, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Tschüss!